Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 66. Das ist der Antrag der Fraktion Die Linke, freie Fahrt für freie Bürgerinnen und Bürger, 9-Euro-Ticket wieder einführen, Kapazitäten ausbauen, Drucksache 19/40 aus 20, zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 104, dringlicher Entschließungstrag Fraktion der CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Finanzierung öffentlicher Mobilitätsangebote in Hessen erfordert realistische Unterstützung des Bundes. Drucksache 19/201 aus 20, zusammen mit Tagesordnungspunkt 111, ist der dringliche Antrag der Fraktion der AfD. Ein zukunftsfähiger ÖPNV muss mit mindestens 50% Kostendeckung arbeiten, deshalb Nein zu kostenlosen Tickets. Drucksache 19/216 aus 20. Da das der Setzpunkt der Fraktion Die Linke ist, ist die vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und zur Einbringung des Antrags hat sich Herr Gernke sogar schon ans Redepult begeben. Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Verbliebene der Regierungskoalition, so viel scheint sich jetzt. Ja, gut, die scheinen sich alle nicht so für das Thema zu interessieren. Das ist schade, denn eigentlich ist es ja ein wichtiges Thema. Eigentlich ist es ja ein wichtiges Thema, nämlich 9-Euro-Ticket sollte eigentlich verlängert werden. Aber die Situation ist die, dass alle möglichen Planungen vorherrschen und alle möglichen Erklärungen vorherrschen, aber erst einmal eine Lücke gerissen wurde, denn das 9-Euro-Ticket ist ausgelaufen und es ist eben keine Nachfolge in Sicht. Es gibt zwar allgemeine Erklärungen, allgemeine Päckchen, die geschnürt worden sind, aber nichts Konkretes. Und das nützt den Menschen, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen wollen, natürlich wenig. Und wenn wir zurückschauen, dann sind es rund 50 Millionen Tickets, die zusätzlich neben den Abos zusätzlich verkauft worden sind. Das heißt, das Ticket ist massiv genutzt worden. Sicherlich zum Teil nicht nur dafür genutzt worden, zur Arbeit zu gehen, sondern auch genutzt worden innerhalb der Ferien. Sicherlich eine untypische Nutzung, wenn man das über das ganze Jahr anschaut. Dann wird sich das noch verändern. Aber schon die ersten Auswertungen des VDV zeigen, dass auf der einen Seite das Ziel, mehr Menschen können Mobilität nutzen, erreicht worden ist. Aber auf der anderen Seite auch ein Teil, der, wie gesagt, glaube ich, noch genauer zu untersuchen ist, wie groß er denn ist, tatsächlich gewechselt hat von der Nutzung des Pkw zum ÖPNV. Und insoweit die beiden Ziele, zu sagen, mehr klimaschonender Verkehr und gleichzeitig Zugang zur Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen, dass das erst einmal ein Stück weit erreicht worden ist und dass das erreicht worden ist eben durch die drastische Preissenkung. Und deswegen sagen wir hier unter Nummer 2 unseres Antrages, stellen wir fest, dass die Preissenkungen der richtige Weg sind und nicht Preiserhöhungen, wie man sie ja zwischenzeitlich im Rhein-Main-Verkehrsverbund leider hat zur Kenntnis nehmen müssen. Und insoweit stellen wir weiterhin fest, beziehungsweise wollen auch festgestellt wissen, dass, wenn die Züge voll sind, das kein Problem ist, sondern dass das erst einmal Ausdruck eben einer höheren Nutzung ist. Und das ist gut so. Wir wollen insoweit unser Leben schon in vollen Zügen genießen. Aber wir wollen es natürlich nicht in überfüllten Zügen genießen. Ich erinnere mich noch, dass ich noch vor Einführung des 9-Euro-Tickets im Wirtschaftsausschuss nachgefragt habe, was die Landesregierung zu tun gedenkt, damit wir nicht in eine Situation geraten, dass die Leute hinterher sagen, oh Gott, wir hatten jetzt 3 Monate Chaos, das war ganz schlimm, nie wieder öffentlicher Personennahverkehr. Da wurde ich beschieden mit der Aussage, ja, das sei Aufgabe der Verkehrsverbünde. Ja, wenn die Landesregierung nicht mal das als Auftrag annimmt, so etwas zu verhindern, dann weiß ich auch nicht. Ja, das stimmt. Ja, das ist ja gut, dass wir uns doch mal gegenseitig recht geben. Nein, das stimmt, dass Sie das auch nicht wissen. Nee, dann weiß ich wirklich auch nicht, da bin ich ratlos. Ja, gleichwohl hätte es ja kurzfristige Möglichkeiten gegeben. Die wären sicherlich nicht zur Lösung aller Probleme tauglich gewesen, aber nur mal ein Stichwort.
Da stehen die Leute in der zweiten Klasse wie die Heringe. Und in der ersten Klasse sind dann noch 12 Plätze frei, die erste Klasse dann entsprechend zu öffnen. Das würde die Sache ja etwas entspannt haben. Wenn es dann heißt, wir wollen die erste Klasse abschaffen, kann ich nur sagen, nee, nicht unbedingt, wir können auch die zweite Klasse abschaffen. Das ist nicht mein Problem, sondern wichtig wäre, dass dann eben die Züge auch allen zur Verfügung stehen. So, klar ist aber auch, dass natürlich gerade die Menschen, die auf dem Lande wohnen, dass denen das schönste 9-Euro-Ticket wenig bis gar nichts nützt, wenn der Bus nicht fährt. Genau wie umgekehrt den Menschen die schönsten Busse nichts nützen, wenn sie sich das Ticket nicht leisten können. Deswegen das ständig gegeneinander auszuspielen, dagegen wehren wir uns eben auch in dem Antrag, sondern man muss das eine tun und darf das andere nicht lassen. Das gilt sowohl, was die Hardware-Kapazitäten angeht, das gilt aber natürlich auch, was das Personal angeht. Unstrittig ist das Personal im öffentlichen Nahverkehr einer riesigen Belastung ausgesetzt gewesen. Die 3 Monate, unter denen das 9-Euro-Ticket stattfand, aber auch einer riesigen Belastung schon ausgesetzt gewesen davor, weil das alles eben nach neoliberalen Kriterien alles voll auf Kante genäht wird. Immer möglichst billig, billig und möglichst effizient. Aber irgendwann wird es dann halt so effizient, dass es zulasten der Menschen geht und dann auch nicht mehr funktioniert. Und das heißt, wir brauchen einen Ausbau des Nahverkehrs, sowohl was Strecken angeht, was Züge angeht, was Busse angeht, was Bahnen angeht. Aber wir brauchen natürlich auch einen entsprechenden Personalaufbau. So, nun habe ich heute Morgen von Herrn Rock gehört, das 9-Euro-Ticket sei verlängert worden. Wir würden lügen, weil wir das Entlastungspaket immer so schlecht machen würden. Das 9-Euro-Ticket sei verlängert. Ich weiß nicht, ob er dran gezogen hat. Jedenfalls im Moment kann ich noch kein wirksames 9-Euro-Ticket erkennen. Aber was klar ist, es muss was passieren. Und das hieße, dass alleine für die dauerhafte Verlängerung im Jahr 10 Milliarden Euro aufgewendet werden müssten. Und da sind dann eben die zusätzlichen Investitionen lange nicht enthalten, die wir eben sowohl für Personal als auch für Hardware brauchen, sondern das wären einfach nur die Mehrkosten, die bisher auch durch das Ticket entstanden sind. Und dann werden wir natürlich sofort gefragt, wie wir dann diese zweistelligen Milliardenbeträge, die das im Jahr ausmachen würde, wie wir die dann realisieren wollen. Da wären Bundesratsinitiativen durchaus für Steuerreformen am Platze. Die Übergewinnsteuer ist von uns ja schon mehrfach hier eingefordert worden. Da gibt es ja immer wieder vermeintliche Gegenargumente. Man wisse nicht genau, wie man sie erheben soll und es sei alles so kompliziert. In anderen Ländern wird es gemacht. Aber wenn es den Finanzminister hier überfordert, würde ich sagen, dann machen wir einfach eine ganz reguläre Vermögensteuer. Die Wiedereinführung der Vermögensteuer, das ginge ja auch, wenn jetzt also die Übergewinnsteuer nicht zu machen ist. Wenn für andere Fragen von einer Nacht zur anderen 100 Milliarden Euro mal eben auf den Tisch gelegt werden, dann finde ich, könnte man hier für den öffentlichen Nahverkehr sich auch Gedanken machen. Und wenn das alles nicht reichen sollte, dann kann man sich auch noch mal überlegen, wer partizipiert im Moment alles am öffentlichen Nahverkehr. Und vieles sind ja Pendlerinnen und Pendler, die zur Arbeit müssen. Und das ist ja nicht nur eine Aufgabe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zur Arbeit zu gelangen, sondern daran haben ja auch Interesse die Arbeitgeber. Und insoweit wäre es vielleicht auch ganz geschmeidig, wenn mal darüber nachgedacht würde, die Arbeitgeber zur Finanzierung solcher Tickets entsprechend mit heranzuziehen. Arbeitgebervertreter haben uns ja im Ausschuss mitgeteilt, dass sie eigentlich überhaupt nicht meinten, dass, dass die Wirtschaft hieran irgendwie beteiligt werden müsse, weil die Wirtschaft ja schon Steuern zahlt. Das finde ich ein super Argument. Damit müssten wir eigentlich morgen den Nulltarif einführen, denn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und alle Menschen in der Republik zahlen ja spätestens über die indirekten Steuern auch alle Steuern. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob die Arbeitgeberseite uns da den Nulltarif jetzt gleich anempfehlen wollte.
Aber ich würde jedenfalls dafür plädieren, dass, wenn verschiedene Seiten in der Republik daran partizipieren, dass man den ÖPNV ausbaut, dass dann auch verschiedene Seiten in der Republik entsprechend zur Finanzierung herangezogen werden. Darauf zielt unser Antrag, den ich bitte entsprechend zu beschließen. Ja, vielleicht noch ein Satz zum Antrag der Union zu sagen, der Bund soll das Geld zur Verfügung stellen. Sind wir schwer dafür, wie gesagt, kann man erst mal so wollen. Aber dieses Spiel, dass jeder die Verantwortung beim anderen sucht, ist vielleicht nicht so originell, sondern primär müssen wir uns an den Bund wenden. Aber wir müssen eben gleichzeitig einen Plan B auch haben, was passiert, wenn der Bund nicht, wenn es politisch nicht durchsetzbar ist, dass er es voll finanziert, welche zusätzlichen Finanzmittel wir aktivieren könnten. Dazu haben wir ein paar Vorschläge gemacht. Und zum Antrag der AfD. Ich hatte kurz überlegt, ob wir beantragen sollen, das einzeln abzustimmen. Dann könnte man 7-mal mit Nein stimmen. Ich habe noch nie einen Antrag gesehen, wo so komprimiert so etwas Falsches drinsteht. Aber insoweit kann man es dann auch am Stück ablehnen. Schönen Dank. Danke, Herr Gernke. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Bamberger zu Wort gemeldet. Herr Präsident, vielen Dank. Ja, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, Herr Gernke, Sie haben ja Ihren Antrag mit einem sehr beeindruckenden Werf eben gerade vorgetragen und dargeboten. Also eins will ich vorwegnehmen, Kollege Müller, dem ich von hier aus gute Besserung wünsche, ist heute leider kurzfristig ausgefallen, hat ja gestern schon für die CDU-Fraktion erklärt, dass wir die Idee, einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket, welcher Art auch immer, zu finden, absolut begrüßen. Sie allerdings werfen in Ihrem Antrag mehrere Sachen doch gehörig durcheinander, Herr Kollege. Sie sprechen zunächst von den Vorteilen, die das 9-Euro-Ticket mit sich gebracht hat, sprechen dann schon im selben Satz darüber, dass am besten alles kostenlos werden soll, reden dann von der Öffnung der ersten Klasse für alle und kommen dann auf Ihren eigentlichen Punkt. Denn das Thema, das Sie scheinbar wirklich intensiv bewegt und hier unterschwellig ja mitverarbeitet wird, das ist die Übergewinnsteuer. Und dann haben Sie, da bin ich Ihnen auch wirklich sehr, sehr dankbar für, mir geholfen, auf meinem Zettelchen für das Phrasenbingo dieses Plenums das Thema Vermögensteuer auch abhaken zu können. Vielen Dank dafür. Auch die bringen Sie bei der Gelegenheit noch mit ein. Das war jetzt aber noch der Eurofighter, dann ist alles drin. Ja, der Eurofighter, der hat bis jetzt gefehlt. Also der fehlt mir tatsächlich. Also in Ihren Finanzierungsansätzen sind Sie. Ja, die Kreativität lässt bei Ihnen da zu wünschen übrig. Vielleicht können Sie da mal was Neues bringen. Aber da Sie scheinbar selbst nicht genau wissen, wie Sie Ihre Vorhaben finanzieren wollen, scheint es für Sie auch ausreichend zu sein, vermeintlich einfache Lösungen zu präsentieren. Und seit der Begriff der Übergewinnsteuer, das ist mein Eindruck, kursiert, scheinen Sie sich ja nahezu dafür zu begeistern, für diese Idee. Denn schließlich kann man damit ja scheinbar alles finanzieren. Aber jetzt wollen wir zur Sache kommen. Dass Ihre Fraktion es mit der Wirtschaft nicht so hat, ist ja kein Geheimnis. Und deswegen vielleicht ein bis zwei Fakten mal zu Ihren Finanzierungswünschen. Zum einen scheinen Sie zu vergessen, dass der Staat durch höhere Gewinne von Unternehmen bereits jetzt profitiert. Und vielleicht haben Sie auch schon mal von der Gewerbesteuer und von der Umsatzsteuer gehört, beziehungsweise der Mehrwertsteuer. Und zum anderen ist es nahezu unmöglich zu bestimmen, was denn der Übergewinn eines Unternehmens eigentlich ist. Das müssten Sie dann vielleicht auch noch an der Stelle erklären. Und definitionsgemäß betrifft das ja alle Gewinne, die vom Normalen abweichen. Aber um überhaupt zu definieren, was denn das Normale ist, was der normale Gewinn ist, brauchen wir auch wieder ein Referenzjahr. Also in Summe ist Ihre Argumentation, Ihr Finanzierungsvorschlag doch etwas auf dünnem Eis aufgebaut.
Ja, also, Herr Kollege Naas, wir haben uns ja gestern auch lieb gehabt. Vielen Dank für das Kompliment. So, also, ich will jetzt auf Ihr etwas schwieriges Finanzierungsmodell nicht noch weiter eingehen. Sie möchten am liebsten alles kostenlos anbieten, ohne sich über die nachhaltige Finanzierung Gedanken zu machen. Und wir hatten ja über das Thema bereits gestern gesprochen. Und wir waren uns eigentlich zumindest in großen Teilen auch darüber einig, dass ein attraktiver ÖPNV jetzt nicht ausschließlich davon abhängt, dass er kostenlos ist oder nichts wert ist, sondern wir sind uns ja auch schon darüber einig, zumindest in großen Teilen, dass ein attraktiver ÖPNV eben halt auch kostet. Und wir beschäftigen uns ja auch schon seit langem mit dem Thema des Ausbaus der Mobilitätsangebote. Wir haben hier in Hessen diverse Flatrate-Tickets am Start. Wir haben über die Hälfte der Hessinnen und Hessen mit einem Flatrate-Ticket ausgestattet. Das wurde ja heute Morgen angesprochen, das wurde gestern schon gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass da nichts passiert. Gell? Und wir wollen diese Angebote natürlich auch in Zukunft weiter ausbauen, selbstverständlich. Und deswegen begrüßen wir auch, dass nach diesem langen Hin und Her, was wir jetzt erlebt haben, die Bundesregierung nun ein Nachfolgeticket für das 9-Euro-Ticket beschlossen hat. Aber das ist auch ganz klar, hier muss der Bund auch seiner Verantwortung nachkommen. Es braucht eine realistische Finanzierung, die nicht nur darauf aus ist, einmalig die kurzfristig gestiegenen Energiepreise abzufedern, sondern auch den Ausbau eines qualitativen Angebots zu ermöglichen. Denn, und das wurde ja auch angesprochen, die ländlichen Räume, das sind die Räume, die von dem 9-Euro-Ticket am wenigsten profitiert haben, weil da eben der Bus nur im Stunden- oder Drei-Stunden-Takt vorbeikommt an der Milchkanne auf dem flachen Land. Und dafür muss die Bundesregierung die im Koalitionsvertrag stehende Erhöhung der Regionalisierungsmittel auch schnellstmöglich auf den Weg bringen, damit wir diese Investitionen auch in diesem Bereich tätigen können. Und das Land Hessen gibt diese ja auch zu 100% an die Aufgabenträger weiter. Und darüber hinaus mit 124 Millionen Euro auch wesentliche eigene finanzielle Mittel für die Finanzierung des ÖPNV. Meine Damen und Herren, in Ihrem Antrag bringen Sie keine realistische Idee über die Finanzierung Ihrer Vorhaben. Sie fokussieren sich fast ausschließlich auf die preisliche Attraktivität des ÖPNV und scheinen dort, wo Sie über den Ausbau sprechen, nicht über die Zuständigkeiten informiert zu sein. Das lese ich aus Ihrem Antrag so heraus. Deswegen werden wir Ihren Antrag leider ablehnen müssen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Babenberger. Für die AfD-Fraktion erteile ich Herrn Gagel das Wort. Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Abgeordnete. Ja, ich hätte jetzt gedacht, der Kollege von der FDP ist vor mir. Der hat ja auch vor mir abgegeben. Aber ich stelle hier fest, dass bezüglich des Antrags der Linken überfüllte Züge und Bahnsteige und eine künstlich erhöhte Reisetätigkeit die Seiteneffekte des 9-Euro-Tickets waren. Darüber hinaus ist unstrittig, liebe Fraktion hier auf der linken Seite, dass mit dem 9-Euro-Ticket 2,5 Milliarden Euro Steuergeld in einem einmaligen Strohfeuer verbrannt wurden. Das habe ich bereits gestern gesagt. Die nach unserer Auffassung an anderer Stelle mit Sicherheit hätten effektiver eingesetzt werden können. Zudem muss man feststellen, dass die Gewöhnung an Dauersubventionen sowohl für die Verbünde als auch für die Nutzer Begehrlichkeiten wecken. Das sieht man jetzt in der Diskussion, die Prinzipien über Bord zu werfen, die jahrzehntelang in diesem Land praktiziert wurden. Es ist das Prinzip, dass auch der ÖPNV eine möglichst hohe Deckungsquote durch Fahrgeldeinnahmen beibringen soll, damit die Investitionsfähigkeit und das Führen eines Verkehrsverbundes auf betriebswirtschaftlicher Grundlage möglich ist. Darüber hinaus, und das steht außer Frage, belastet jeder Euro mehr an Subventionen für den ÖPNV unseren hessischen Haushalt. Ministerpräsident Rhein hat gerade erst Montagmorgen im Frühstücksfernsehen deutlich klargemacht, dass die Schuldenbremse weiterhin gilt. Jeder Euro Schulden, der heute aufgenommen wird, muss eine zukünftige Generation zurückzahlen. So
Ministerpräsident Rhein am Montagmorgen. Deswegen ist es so, meine Damen und Herren, dass gerade weil erhöhte Subventionen den ÖPNV selbst schwächen und darüber hinaus den hessischen Haushalt belasten, ein 9-Euro-Ticket keine wirklich gute Idee für die Zukunft sein kann, weil es nicht preisgerecht an den Markt kommt. Neben der Tatsache, dass das 9-Euro-Ticket oder ein 9-Euro-Ticket auch wettbewerbsverzerrend wirkt, man denke nur an Anbieter wie Flixbus, kann diese Art von einer fast Vollsubvention auf gar keinen Fall das Mittel sein, um einen starken, zukunftsfähigen ÖPNV zu gestalten und gleichzeitig einen gesunden Staatshaushalt vorzulegen. Meine Damen und Herren, die Corona-Krise hat gezeigt, welche Löcher eine Nutzerzurückhaltung in die Kalkulation der Verbünde reißt, die dann durch Haushaltsmittel aufgefüllt werden mussten. Stichwort Sondervermögen. Ich habe in Erinnerung, dass dies alleine nur für das Jahr 2020 250 Millionen Euro waren. Jede Landesregierung muss also, wenn sie es ernst meint mit soliden Staatsfinanzen und es ebenso ernst meint mit einem starken, zukunftsfähigen und investitionskräftigen ÖPNV, jede Art von Höhersubvention ablehnen. Einige ÖPNV-Nutzer haben während der Zeit des 9-Euro-Tickets dem ÖPNV den Rücken gekehrt. Andere kehren jetzt den Rücken, weil sie sagen, ich kaufe doch keine Monatskarte für 100 Euro, wenn die doch eigentlich nur 9 Euro wert ist. Ob der ÖPNV durch das 9-Euro-Ticket also dauerhaft mehr Nutzer enthält, steht für mich ganz klar in den Sternen. Nur dann, wenn man diese extrem weitreichende Subvention dauerhaft fortführen würde, wie es die Linken hier in ihrem Antrag fordern, würde man vielleicht die Mitnahmeeffekte sehen, die aber bei weitem nicht die hohen Subventionen mit all den negativen Nebenwirkungen rechtfertigen. Besitzer von Monats- und Netzkarten, die bislang für einen guten ÖPNV gutes Geld bezahlt haben, erwarten Qualität. Dass die Qualität bei den Nebeneffekten des 9-Euro-Ticket gelitten hat, ist selbsterklärend. Und dass die Qualität bei einer Fortsetzung weiter extrem leidet, das liegt doch auf der Hand, meine Damen und Herren. Dass die Nachfolgepartei der SED, die für ihre Errungenschaften des real existierenden Sozialismus wie Mangelwirtschaft, unterdrückte Bürger, das gelenkte DDR-Staatsfernsehen, Zwang und Bevormundung, Ausblendung der Realität und schließlich Haft und Folter für politisch Andersdenkende heute einen Antrag mit dem Titel Freie Fahrt für freie Bürger einbringt, ist dagegen ein Hohn. Es blendet genauso, wie es in der DDR der Fall war, Realitäten aus und will nur Ideologie umsetzen. Ich kann mich an verschiedene Vorträge hier lang, bevor es das 9-Euro-Ticket überhaupt gab, erinnern, dass die linke Seite hier immer kostenlosen ÖPNV gefordert haben. Insofern kommt Ihnen die Diskussion hier zu Pass. Die arbeitende Bevölkerung jedoch, meine Damen und Herren, die Monats- und Netzkarten kaufen muss, hat sich doch von dem 9-Euro-Ticket Strohfeuer völlig veralbert gefühlt. Dieser Personenkreis hat gerade dem ÖPNV für die 3 Monate des 9-Euro-Unfugs eher den Rücken gekehrt. Während der ÖPNV vor Corona noch mit mindestens 50% eigenfinanziert war und seine notwendigen Investitionen wie jedes Wirtschaftsunternehmen langfristig planen konnte, hat Corona alles verändert. Zwar zum Nachteil des ÖPNV und auch zum Nachteil unseres hessischen Haushaltes. Der freie Bürger hingegen hat das gemacht, was ein gutes demokratisches Recht ist. Er hat die freie Entscheidung gefällt, während Corona Massentransportmittel zu meiden und auf das Auto und im Sommer teilweise auch auf das Fahrrad umzusteigen. 20% der Fahrgäste bleiben nach wie vor dauerhaft dem Massentransportmittel ÖPNV fern und schätzen die individuelle Mobilität des Autos und des Fahrrads. Der Fahrer bestimmt selbst, wann es losgeht und wann er ankommen will. Die Hygienestandards im eigenen Auto bestimmt er ebenso selbst wie die Mitfahrer, die er oder sie mitnehmen will. Das heißt also, es gilt für die Zukunft genau zu bedenken, wie hoch der ÖPNV subventioniert werden soll. Aber was schlägt unsere Truppe hier links von der Champagner-Sozialisten-Fraktion vor?
Sie rufen nach noch mehr Geld aus der Gelddruckmaschine. Statt 1,5 Milliarden soll der Bund nach Ihrer Vorstellung 10 Milliarden zum ÖPNV-Defizit beisteuern. Haben Sie ein Problem mit den Champagner-Sozialisten? Ich nicht. Sie verstehen offensichtlich nichts, nicht einmal die einfachsten Grundsätze marktwirtschaftlichen Handelns. Es können nicht endlos die Ausgaben erhöht werden. Unternehmen, die immer weniger und zum Schluss gar keine Einnahmen mehr haben, gehen letztendlich pleite. Ihrem politischen Ziel, das hatte ich ja eben schon erwähnt, einen Nulltarif im ÖPNV einzuführen, wären Sie ja dann schon ziemlich nahe gekommen. Aber, meine Damen und Herren, dann besiegeln Sie das Ende des ÖPNV, so wie wir ihn kennen, weil er bis 2030 oder auch noch darüber hinaus in der Art und Weise, wie Sie das wollen, unfinanzierbar sein wird, so marode aussehen wird wie die Straßenbahnen und Züge im damaligen Ostblock. Genau das wird das Endergebnis Ihrer Ideologie gesteuerter Politik sein, wenn man das, was in Ihrem Antrag steht, umsetzen würde. Noch ein Wort zur Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken. Wir sind uns doch alle einig, dass dies im Einzelfall sinnvoll sein kann. Zum Beispiel, wenn 20.000 Fahrgäste pro Tag das Angebot auch tatsächlich nutzen wollen oder wenn der Gleiskörper noch vorhanden ist und sich die Investitionen deshalb in Grenzen halten. Aber es gab durchaus Gründe, die Bahnlinien in der Vergangenheit stillzulegen. Und diese Gründe dürfen nicht ignoriert werden, meine Damen und Herren. Denn bei manchen Strecken ist eine Reaktivierung schon offensichtlich mit so hohen Kosten verbunden, dass dies unter betriebswirtschaftlichen Gründen nun gar keinen Sinn machen würde. Für die Anbindung ländlicher Regionen eignen sich bessere und vor allen Dingen flexible Busverbindungen mit einer engeren Taktung viel besser, weil sie wirtschaftlicher und effizienter sind. Fragen Sie doch einmal die Bürger auf dem Land, was für Sie besser funktioniert. Bahn oder Bus, Auto oder Fahrrad? Die Antwort können Sie sich denken. Der freie Bürger fährt lieber überwiegend mit dem Auto. Daher können wir den vorliegenden Antrag, wie Sie sich sicherlich schon denken können, von der Linksfraktion nicht zustimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Gagel. Und nur noch einmal zur Erinnerung, über die Redereihenfolge entscheidet ausschließlich der amtierende Präsident. Das hat nichts mit dem Zeitpunkt Ihrer Wortmeldungabgabe zu tun. Deswegen ist jetzt Herr Dr. Naas von der FDP dran. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege Gagel, wo kommt der Hass eigentlich gegen den ÖPNV bei Ihnen her? Das würde ich gerne mal wissen, weil, wenn ich mir diesen Antrag so durchlese, keiner will Ihnen Ihr Auto wegnehmen. Keiner. Sie sollen selbst entscheiden, mit was Sie fahren. Das ist zumindest die Auffassung der Freien Demokraten. Aber ich will Ihnen sagen, ich weiß auch gar nicht, wo Sie diesen Hass auch gegen das 9-Euro-Ticket her haben, wo Sie auch die Statistik. Lesen Sie doch mal Ihren Antrag. Strohfeuer, Umerziehung, keine Entlastung. 52 Millionen verkaufte Tickets, 88% der verkauften Tickets waren mit dem ÖPNV zufrieden. Die Bürger waren zufrieden, Herr Gagel. Soll ich Ihnen die Statistik weiter vortragen? 52% nutzen das 9-Euro-Ticket für den alltäglichen Verkehr, für die alltäglichen Fahrten. 20% sind umgestiegen, 43% haben das Auto gemieden in dieser Zeit. Also es gibt doch hier ein deutlich positives Signal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es hier. Wo sind denn Ihre Statistiken eigentlich? Ich habe keine gehört. Ich habe in Ihrem Antrag nur gelesen, es wären Menschen aufs Auto umgestiegen. Dazu habe ich keine Statistik gefunden. Und ich kann Ihnen sagen, es war auch nicht jeder Zug überfüllt. Aber wir haben es hier mit zwei Extremanträgen zu tun, nämlich einmal mit dem Extremantrag der AfD, der ja gar nichts mit dem 9-Euro-Ticket anfangen kann, und dem Extremantrag der Linken. Und die Linke ist ja der Auffassung, dass alles sozusagen kostenlos sein muss und so weiter. Sie haben in Ihrem ganzen Antrag einen einzigen richtigen Satz, und den will ich Ihnen auch vorlesen. Der Landtag stellt fest,
dass eine Lehre aus dem 9-Euro-Ticket ist, dass günstige Fahrpreise wenig nutzen, wo kein oder nur ein rudimentäres ÖPNV-Angebot existiert. Dieser Satz ist richtig. Und weil dieser Satz... Herr Naas, Augenblick. Lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Gagel zu. Gern immer. Also bitte, wenn es nicht zu lang geht. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, Herr Dr. Naas. Stellen Sie sich vor, es würde ein Ticket geben, wo in Zukunft Biertrinker nur noch 9 Cent pro Bierflasche zahlen würden. Meinen Sie nicht auch, dass das genauso ein Erfolg wäre wie das 9-Euro-Ticket im ÖPNV? Augenblick, Herr Naas, jetzt haben Sie... Darum geht es doch gar nicht, Kollege Gage. Es ging doch darum, dass eine Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger beschlossen wurde. Das war zunächst einmal eine Entlastung auf den Benzinpreis, von dem Sie auch profitiert haben dürften. Und für die Menschen, die ÖPNV haben, war es eine Frage der Gerechtigkeit, dass es für diese Bürger auch eine Entlastung gab. Und deswegen hat es das 9-Euro-Ticket gegeben. Das müssen Sie mal zur Kenntnis nehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme wieder zum Antrag der Linken. Dieser einzige Satz, nämlich, dass es immer auch etwas kosten muss, wenn es gut sein muss, den sollten Sie sich mal, den sollten Sie beherzigen, weil am Ende jemand das erwirtschaften muss. Ja, denn Sie müssen ja, wenn Sie das ÖPNV-Angebot ausbauen wollen, müssen Sie ja am Ende auch wieder neues Geld in die Hand nehmen. Das gibt es natürlich in Ihrem Staat nicht, weil Sie, wie der Kollege Bamberger schon gesagt hat, ja alles frei finanzieren können. Sie wollen ja die Druckmaschine anwerfen. Sie wollen ja die Inflation weiter begünstigen. Das wollen Sie, weil Sie alles freistellen wollen in diesem Staat. Ein gutes Angebot hat seinen Preis. Und ein gutes Angebot, was auch noch stärker werden soll, hat auch seinen Preis. Und deswegen ist Ihr Freifahrtschein hier ein völlig falsches Modell. Und das Verteufeln eines Pauschaltickets ist genauso falsch. Wir werden beide Anträge ablehnen. Und wie die vermittelnde Position aussieht, das werden wir dann beim nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich dem Setzpunkt der FDP, thematisieren. Vielen Dank. Danke sehr, Herr Naas, vor allen Dingen für den Weitblick schon zum nächsten Tagesordnungspunkt. Während der Rede geht es nur, Frau Kula. Als Nächster erteile ich Herrn Eckert von der SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Um es vorweg zu sagen, das 9-Euro-Ticket in den 3 Monaten in Deutschland war ein Erfolg. Und es ist auch bemerkenswert, dass die Ampel das geschafft hat, wo alle immer vorher erzählt haben, es funktioniert nicht. Man kann kein deutschlandweit einheitlich gültiges Ticket zu günstigen Preisen hinbekommen. Nein, man hat bewiesen, Politik muss es wollen. Politik muss auch nachher die Finanzressourcen dafür zur Verfügung stellen. Und gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren in dem Bereich des Verkehrs kriegen wir das hin. Ich glaube, das hat auch das 9-Euro-Ticket im Sommer gezeigt, meine Damen und Herren. Und es ist auch bemerkenswert, in welcher Schnelligkeit, das gehört an der Stelle ja zur Wahrheit auch dazu, die Verbünde, die Nahverkehrsorganisationen, die Leistungserbringer das alles hinbekommen haben, weil es handelt sich ja jetzt um kein langfristig angelegtes Projekt damit zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern aufgrund der Situation des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine, den gestiegenen Preisen, insbesondere im Bereich auch der Mobilität, dann man gesagt hat, wir brauchen effiziente, wirksame Entlastung der Bürgerinnen und Bürger im Bereich der Mobilität. Und dafür ein herzliches Dankeschön, dass das möglich war. Und der Erfolg des 9-Euro-Tickets gibt es recht, weil die Nutzerzahlen, Kollege Dr. Naas ist ja schon darauf eingegangen, wer hat auch entsprechend im eigenen Verhalten etwas verändert oder aber einfach mal gesagt, ich bin jetzt auch bereit, etwas anderes, etwas Neues zu probieren. Weil immer nur darüber zu reden und zu sagen, vielleicht irgendwann mache ich es mal, ist das eine, aber es konkret dann auch auszuprobieren, ist das andere. Das ist der eine Erfolg. Aber ich, und das will ich an der Stelle sagen, finde, das ist der zweite Teil des Erfolges.
so viel über den ÖPNV in Deutschland, die Bedeutung des ÖPNVs und die Herausforderungen, um ein bezahlbares Angebot für alle hinzubekommen. So viel haben wir noch nie darüber diskutiert, unabhängig von den Fachdebatten, als in dieser Zeit. Und das ist ein Erfolg, meine Damen und Herren, denn der ÖPNV ist wichtig für die Zukunft in unserem Land. Und es hat eben auch Hemmungen genommen, weil warum steigen auch Menschen schneller vielleicht ins Auto? Weil das, wenn ich es da stehen habe, nutze ich es. Es ist einfach, es ist unkompliziert und ich kann von A nach B dahin fahren, wo ich will. Muss mir über nichts anderes Gedanken machen. Beim ÖPNV war die und ist oft die Herausforderung, habe ich das richtige Ticket, bin ich in der richtigen Tarifstufe, fährt entsprechend dann das Angebot auch dort, wo ich hin will und Ähnliches mehr. Und auch dort hat das 9-Euro-Ticket gezeigt, dass wenn ich ein einfaches Angebot hinbekomme, was auch einfach im Handling für die Nutzerinnen und Nutzer ist, dann schafft es auch Menschen anzusprechen, die bisher in dem System sich noch nicht bewegen und den Mut machen, den ÖPNV auch in Deutschland zu nutzen. Und meine Damen und Herren, einen Erfolg, der wird immer so ein bisschen eher negiert, weil man sagt, naja, es haben die Pendlerinnen und Pendler sind nicht massenweise auf den ÖPNV umgestiegen, haben das Auto abgemeldet. Naja, ehrlicherweise, wer macht das, wenn er weiß, dass das für 3 Monate passiert, das Auto schon abzumelden? Sondern es haben sich Menschen Mobilität leisten können, die ganz oft von Mobilität eben an Mobilität nicht rankommen. Es haben sich Menschen in diesem Land bewegen können zu einem Preis, der ihnen Teilhabe ermöglicht hat. Und das, finde ich, ist ein echter Erfolg des 9-Euro-Tickets, meine Damen und Herren. Und damit ist in der Tat auch der AfD-Antrag entlarvend, weil immer das, was Sie erzählen, angebliche Partei des kleinen Mannes, wer das negiert und das alles nicht sieht, ganz im Gegenteil, das Gegenteil fordert, hat genau von dem System nichts verstanden, meine Damen und Herren. Insoweit ist das auch selbst entlarvend. Aber es ist richtig, ohne das entsprechende Angebot nützt mir der günstigste Bus nichts. Wenn der Bus nicht fährt, kann der so günstig sein, wie er will. Ich kann ihn nicht nutzen. Und deswegen gehört richtigerweise, was auch in der Überschrift im Antrag, über den wir jetzt hier gerade eigentlich beraten, auch steht, die Kapazitäten auszubauen und zu erweitern. Wir haben oft schon über das Problem hier auch diskutiert, zum Beispiel, dass ich zu beginnenden Plenardebatten nicht pünktlich hier sein könnte über den ÖPNV, wenn ich ihn nur nutzen würde, um pünktlich um 9 Uhr hier zu sein, weil es einfach das Angebot nicht gibt. Und wir müssen hinkommen, dass wir ein ehrliches Angebot den Menschen machen im ÖPNV, wenn wir von Umstieg und Veränderungen, Herausforderungen reden. Weil immer nur darüber zu reden und die Wirklichkeit der Menschen sieht anders aus, dass es gar kein Angebot gibt, das zeigt dann auch nachher Verärgerung und eben weniger Umsteigebereitschaft, meine Damen und Herren. Deswegen ist es richtig, über das Thema Ausbau zu reden. Und wenn wir über das Thema Ausbau reden, dann reden wir über die Herausforderung für den Bund, Stichwort Regionalisierungsmittel. Das, was mit der Union auf Bundesebene in den letzten Jahren nicht machbar war, dass der Bund sagt, ja, wir erhöhen nicht nur Regionalisierungsmittel, sondern wir dynamisieren sie. Das hat die Ampel im Koalitionsvertrag festgelegt. Und auch an dieser Stelle will ich das auch aus dem Hessischen Landtag sagen. Da erwarte ich, dass das dann jetzt auch umgesetzt wird und das kommt, weil in der Tat diese Ausbauschritte brauchen wir. Und da freue ich mich, wenn wir da gemeinsam dran arbeiten, sowohl die, die diese Regierung tragen in Berlin, als auch die, die das bisher eigentlich in Berlin immer verhindert haben. Wenn wir aber im Hessischen Landtag uns einer Meinung sind, dass das notwendig ist, dann lassen Sie uns dran arbeiten, weil auch der Bund muss seinen Beitrag dazu leisten, meine Damen und Herren. Aber das dürfen wir nicht vermengen mit den 1,5 Milliarden des Bundes für das Thema Folgeticketfinanzierung für den ÖPNV. Weil da habe ich ein bisschen Sorge, dass das alles immer vermengt wird und sagt, ihr habt ja jetzt mehr Geld bekommen. Nein, ich glaube, das sind die 1,5 Milliarden. Und Herr Minister, und dann sind wir sehr wohl im Land. Sie haben das angekündigt, Herr Minister, im Sinne von, wir sind bereit, jeden Euro, den der Bund gibt, mit Landesgeldern zu hinterlegen. Ich bin da sehr gespannt, weil wir wissen jetzt schon, was die Hausnummer ja aus Berlin ist, was man sich vorstellt, wie das im Haushaltsentwurf für das nächste Jahr in Hessen aussieht, weil das müsste mindestens ja schon mal drin sein, den Landesanteil an der Kofinanzierung, wenn wir gemeinsam sagen, wir wollen ein finanzierbares Folgeticket für die Hessinnen und Hessen und darüber hinaus. Und da muss das Land Hessen seiner Verantwortung gerecht werden. Und da geht es dann um originäre Landesgelder für diese Kofinanzierung. Und da bin ich sehr gespannt, Herr Minister, ob Sie Ihren Worten dann Taten folgen lassen. Fakt ist auch, wenn wir an der Gesamtfinanzierung des ÖPNVs etwas verändern wollen, dauerhaft,
Und das ist ja mit dem 9-Euro-Ticket so angelegt. Weg von dem Fokus auch auf diesen harten Bereich der Nutzerfinanzierung hin zu einem größeren Bereich der solidarischen Versicherung. Dann bin ich da sehr dabei. Da bin ich nicht beim kostenfreien ÖPNV für die Nutzerinnen und Nutzer, aber für ein deutlich bezahlbareres Angebot. Da gibt es ja die verschiedenen Vorschläge. Ich will gar nicht mit den Zahlen hier heute diskutieren. Aber ich glaube, das ist dann wichtig. Wir müssen aber den zweiten Schritt gehen und sagen, wir müssen den Mut haben, sagen, ja, ein solidarisches Finanzierungsinstrument für den ÖPNV, eine berühmte dritte Säule für den ÖPNV, sind wir dann auch bereit einzuführen und umzusetzen, damit wir ein finanzierbares Angebot für die Menschen in diesem Land haben. Das funktioniert nur gemeinsam. Und da, Herr Minister, würde ich mir Initiativen und Engagement aus dem Bundesland Hessen heraus auch wünschen, um deutlich zu machen, wie kriegen wir in Hessen das auch finanziert, neben den originären Landesmitteln, die Sie aus dem Landeshaushalt zur Verfügung stellen, sondern da freue ich mich auch auf die Debatten in der Enquetekommission. Welche Möglichkeiten gibt es dort sozusagen, nicht immer nur dasselbe zu machen, am Preis einmal zu drehen oder über dem Steuerzuschuss, sondern gibt es auch im Bereich der solidarischen Finanzierung noch andere Instrumentarien und Wege, um den ÖPNV entsprechend mitfinanzieren zu können? Das ist danach eine große Herausforderung, meine Damen und Herren, die wir dann auch als Politik zu haben. Deswegen, da macht sich an dem Punkt der Antrag der Linken ist sich etwas zu einfach. Umgekehrt gilt das aber auch für den Antrag aus dem Bereich der Koalitionsfraktionen, weil das ist das Übliche. Ja, jetzt lehnen wir uns mal zurück und warten, bis Berlin was macht. Nein, meine Damen und Herren, wenn wir was gestalten wollen, dann muss auch das Land Hessen entsprechend vorangehen und nicht sagen, wir warten auf Berlin, sondern stellen zum Beispiel diese Gelder, die wir vorher in Pressemitteilungen gelesen haben. Wir sind bereit, das 1:1 zu finanzieren. Wenn Berlin sagt, 1,5 Milliarden, das ist das Minimum, was wir geben, dann hätte ich gerne die Gegenfinanzierung des Landes Hessen für das nächste Jahr in Ihrem Haushaltsentwurf, Herr Minister, weil dann könnten wir ja feststellen, meinen Sie es ernst oder war das nur eine bloße Ankündigung? Herzlichen Dank.